So, ich möchte jetzt Mahmut mit der Kamera stehen. Herr Mahmut, was wird denn mit Ihrer Firma? Ja, wir führen heute aufgrund der Wetterlage die Eisrettungsübung der Wasserwacht Schweinfurt durch. Wir haben die Gäste von den umliegenden Feuerwehren hier, also beteiligt sind die Feuerwehr der Stadt Schweinfurt aus Schwebheim und aus Sennfeld und beteiligt sind ebenfalls von der Wasserwacht die Wasserrettungsschnelleinsatzgruppen aus Schweinfurt und aus Sennfeld. Wir wollen heute in einzelnen Stationen die Maßnahmen zur Eisrettung üben. Werden das in der Stationsausbildung machen, also die verschiedenen Einsatzkräfte werden ihre Einsatzmittel in Position bringen, werden Mimens ins Wasser senden und dann auch mal vergleichen, gucken, wie gut oder schlecht die Eisrettungsmittel taugen, um den Patienten ans Ufer zu retten. Was gibt es denn für Tipps für Menschen, die also wirklich mal eingebrochen sind? Was sollte man als erstes tun oder wie sollte sich denn verhalten? Ja, da gibt es Tipps für die, die eingebrochen sind und für die, die vielleicht Beobachter sind. Als allererstes für die Beobachter setzen sie einen Notruf ab. Eine Eisrettung ist eine schwierige Angelegenheit, wenn man nicht das richtige Material da zur Verfügung hat. Und von daher erstmal Notruf absetzen, Ruhe bewahren. Und wenn man sich entscheidet, selbst mit Leitern beispielsweise, die ja in vielen öffentlichen Gewässern sind, aufs Eis zu gehen, dann idealerweise nur, wenn man von weiteren Personen beispielsweise über eine Leine, ein Abschleppseil oder was auch immer gesichert ist, sodass man, wenn man selbst einbricht, wieder zurückgezogen werden kann und dann den Versuch auch abbrechen. Für die Person, die eingebrochen ist, ist es ganz wichtig, Ruhe zu bewahren, nicht unter das Eis zu geraten, sondern möglichst auf die Rettung zu warten. Man kann probieren, sich selbst auf das Eis zu schieben oder sich zum Ufer durchzubrechen. Aber die Erfahrung aus unseren Übungen, wo wir als Mimen selbst im Wasser sind, zeigt, dass das sehr, sehr schwierig und sehr kraftraubend ist. Von daher Ruhe bewahren, sich nicht so viel bewegen, wenn man merkt, eine Selbstrettung ist nicht möglich, und dann auf professionelle Rettung warten. Also nicht erst das Video, also das Handy raus und den Videofilm drehen, sondern erst alarmieren. Wie bei jedem Notfall erst die Rettungskräfte alarmieren und dann zur Selbstrettung schreiten, wenn man sich denn traut. Und das Handy in der Hosentasche lassen und lieber mal hingelangt. Das ist richtig. Also gut, dann schauen wir mal, was ihr heute zu bieten habt. Dankeschön. Vielen Dank. I'm waiting for you, shake it for you on the dance floor. Thank you.
are here. I'm waiting for you. Shake it for you on the dance floor. Over here, I'm waiting for you. Shake it for you on the dance floor.